Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, es geht weiter bei Let's Play Xenosaga Episode 1, der Wille zur Macht für die PlayStation 2. Leider ja nie hier erschienen. Wir wollen uns doch jetzt mal hier den Weg durchmachen. Das ist abgeschlossen, okay. Also finden wir hier keine Durchgänge, alles abgeschlossen. Dann müssen wir erstmal gucken, dass wir hier irgendwo einen Weg finden, wie wir hier weiterkommen, nicht wahr? So, ist hier irgendwas für uns zu holen? Vielleicht ja, nein. Es scheint nur ein kleiner Teich zu sein. Schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Ah! Was ist denn hier? Ein Verteidigungsschild, okay. Interessant. Haben wir das schon mal? Dann wollen wir mal hier weiter nach oben gehen. Dieses Verteidigungsschild kann uns später noch von Bedeutung sein als Rüstungsgegenstand. So. Jetzt habe ich vor kurzem auch gelesen, die Situation zum Thema Lunatic. Das Wort. Indirekt hat es zwei Bedeutungen. Lunatic kann zum einen Verrückter heißen. Das war schon richtig, wie der Final Messenger 13. Schöne, viele liebe Grüße an dich natürlich auch gerichtet jetzt erstmal. Übersetzt hat, Lunatic kann aber auch auf den Mond bezogen sein. Jemand, der sozusagen mondabhängig ist oder sowas. Das ist auch oft Lunatic. So, jetzt haben wir auch schon einiges an Geld gemacht, Leute. Das ist auch schon sehr schön. Jetzt wollen wir jetzt wollen wir erstmal schauen, was wir hier noch so hier machen können. Ah, Pinguinstadion. Was ist denn dahinter? Oh, Blade Soul. Okay. Drei Biosphären. Ah, mit Biosphären wird hier nicht gegeizt. Jetzt können wir wenigstens alles mal kaputt machen. Weil da finden wir auch einiges, wie zum Beispiel den Rejuvenator. Das gibt's auch schon. Oh nee. Das dachte ich mir, dass es sowas hier auch gibt. Fallen. Oh je. Oh, das ist ein Bugbear. Ja, wie kann man diesen Bugbear am besten bekauen? Ja. Wollen wir mal schauen, ob wir dem mit Dreieckangriffen mal entgegenkommen sollen oder vielleicht doch mit Quadrat. Das ist immer das Lustige an dem Anfang. Man muss erstmal mal gucken, wie kommt man hier voran. So. Da wir den Bugbear noch nicht gesehen haben, lasse ich ihn natürlich jetzt auch drin. Mal schauen, was der Heaven's Wrath gegen diesen Gegner ausrichtet. Bin ja mal komplett gespannt. Und? Ist eigentlich auch okay. Ich glaube aber, ich werde bei den Dreieckangriffen bleiben. Denn die machen ja auch akzeptablen Schaden, wie man sieht. Also ich bin mal gespannt, ob jetzt das Viech überlebt oder ob Chaos danach den Gnadenstoß setzen darf. Bin ich mal gespannt. Ja, okay, das war's für das Vieh. Schade. Ich hätte gerne Bonuspunkte mitgenommen. Was will man machen, ne? Uah. So, haben wir das auch erledigt. Und schauen wir mal, wie viele Tech-Punkte wir vor allem bei Chaos haben. Also das müsste doch jetzt, glaube ich, mittlerweile reichen, um seine... Falls er noch eine hat, eine Tech zu erweitern. Also... Ach ja, ich muss gleich noch was kontrollieren, Leute. Das mache ich gleich on-screen. Heaven's Wrath ist alles schon soweit vorbereitet. Ich werde jetzt erstmal heilen. Das ist das allererste, was ich mache. Und dann werde ich das mal kontrollieren, ob ich eventuell dummerweise eine Beule gebracht habe und bis jetzt etwas komplett vernachlässigt habe. Wir gehen mal ins UMN. So, wir haben ja einiges an E-Mails noch. Da. Vielleicht können wir da ja was... Nicht im EVS. Im E-Mails hier. So, wollen wir doch mal... Read... Nee, da konnten wir nichts machen. Können wir da was machen? Ach nee, das war der die Info, dass das jetzt da jemand hier im EVN ist. Bei Miyuki konnten wir da was machen? Nein. Können wir da noch was machen? Da haben wir geantwortet drauf. Weil ich weiß nicht mehr genau, wie das hier war. Hier ist Sprinkle. Moment, Sprinkle. Ach so, ja, das war das, genau. Alles klar. Nee, dann habe ich doch noch keine E-Mail bekommen, die ich bis jetzt hätte beantworten können, um eben halt irgendwas zu bekommen. Ja, schade eigentlich. Nichtsdestotrotz mache ich erstmal hier einiges an Start und kaputt. Und da haben wir nochmal 5 Revives. Sehr, sehr schön. Dann wollen wir mal weitergehen. So.
Hier müsste noch irgendwo was sein. Lalala. Ups, ich glaube, ich habe wieder einen Fehler gemacht. Moment. Moment. Ist hier irgendwas, was ich machen kann? Nein, hier kann ich nichts machen. Dann muss ich wahrscheinlich hier lang. Weil hier lang kann ich weitergehen. Hm, merkwürdig. Was ist das denn? Da sieht ja aus wie das Ding. Egal wie ich es, wie oft ich es sehe, es erschreckt mich immer noch. Okay. Aber doch nochmal weiter gucken. Vielleicht können wir noch irgendwas machen. Eine Statue des Parkmaskottchen liegt auf dem Boden. Ich habe diesen Charakter eigentlich immer geliebt, seitdem ich klein bin. Wenn man ihn auf ersten Blick sieht, er sehr süß aus. Aber irgendwas ist da, was mich relativ aufregt an ihm. Aha. Können wir da noch irgendwas rauskriegen? Nein, sonst nichts mehr. Okay, das sollten wir auf jeden Fall schon mal gemacht haben. Soweit ich das in Erinnerung habe. Zu 100% sicher bin ich mir da nicht. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Vielleicht irgendwas kaputt oder so? Ich würde gerne was kaputt machen hier. Naja, darf ich nicht. Okay. Kann ich mir das alles hier irgendwie durchlesen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann werde ich mal weitergehen. So. Oh, 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 oh. Ich sollte mal ein bisschen vorsichtig sein, wenn es darum geht, was meine Notizen angeht. Jetzt ist fast meine Notizen weggeschmissen. So, das passiert bei mir sehr schnell. Jetzt muss ich nur mal gucken. So, erstmal wieder ordnen. Alles klar, ist wieder geordnet. Dann können wir weitergehen. Schauen wir uns doch erstmal hier noch ein bisschen um. Also hier kommen wir nicht durch. Hier sind ein paar Gegner. Oh, ein Bugbär. Den kennen wir ja. Mal schauen, ob da noch was anderes dabei ist. Ansonsten schneide ich den Kampf. Nein, es sind zwei Bugbären. Alles klar, bis gleich. So, Gegner beseitigt. Shion hat eine neue Technik gelernt. Ether Amp. Ich werde es mir mal anschauen, was man damit machen kann. Den können wir auch schon sofort ausrüsten. Oh. Dann wollen wir mal gucken. Ah, einmaliger Effekt. Setzt die den Ether-Schaden zweimal hoch und Bomben gegen biologische und Gnosis-Typen. Okay, dann werden wir den Thermal Blast mal rausnehmen, den Ether Amp einbauen. Und hier, wo der Shockblade ist, den Thermal Blast, dass wir da wieder... Was mit dem Shockblade hier? Das müsste ja auch mal wieder rein. So, jetzt haben wir alles bis auf den Spare Rate zweimal. Und der Spare Rate ist sowieso unsere Trumpfkarte sozusagen. Deswegen werden wir den jetzt mal festhalten. Hier komme ich irgendwie nicht durch. Okay, dann werde ich mal schauen. Ah ja. Okay, dann können wir hier durchgehen. Wollen wir uns erstmal hier ein bisschen umschauen. Oh, da ist wieder so ein Käferbär, der mir vollkommen egal ist. So, das hatten wir. Ja. Ach so. Okay. 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 Das war's, was sie von mir wollten. Mhm. Das war's. Mal wieder Bugbären. Yay. Ich freue mich. Ich nutze diesen Kampf mal, um euch den Ether Amp zu zeigen, weil ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen. Mal gucken. Oh, oh. Und jetzt? Hä? Und jetzt? Ach, hör auf. Das ist ja jetzt ganz großer Rotz. Aber habt ihr gesehen, was das für ein Schaden war, den wir jetzt gerade mit dieser Ether-Attacke von Chaos gemacht haben? Das ist doch schon ein bisschen beeindruckend, oder? Da kann man doch ein bisschen was erreichen. Hm. Ist die Tech gar nicht mal so schlecht. Ich hätte es jetzt schlimmer gedacht. Oh nein, Force Vanisher und so ein Kack. Ja, das konnten die damals. Und die konnten auch boosten wie die Behinderten. Oh ja. Evacue, jetzt heilen die sich wieder hoch. Naja. Ich glaube, der eine ist eh noch geschwächt. Von dem einen Angriff, den wir gerade gemacht haben. Jetzt boosten wir die Scheißviecher. Das geht mir langsam echt dagegen den Strich. Dass sie sich ewig boosten müssen. Das heißt, den Ether Amp, den lassen wir zwar mal drin, aber ich werde ihn umsetzen. Also auf unmittelbare Kurzstrecke sollte der nicht drauf sein. Das passt mir gar nicht. Ist nicht so das Gelbe vom Ei.
Habe ich mich jetzt gerade mal so überzeugt von. So, jetzt hoffe ich nur, dass wir mit dem Spell Ray den Rest hier geben. Dass sie ihm so noch so richtig einen mitgeben fürs Sterben oder so. So, boom. Oh ja, das reicht. Der kann schon mal nicht mehr. Und wir bekommen... Oh, die zehnfache Punktzahl für den Bugbear. Ach, wie schön. Das freut mich auch schon mal. Und dann machen wir natürlich jetzt Schaden technisch weiter. Dann wäre blöd, wenn wir das nicht machen würden. So. Ab dafür. Feuer frei. Ja, wieder knappe 400 Schaden. Also 500 Schaden schon fast mit Chion. Es waren sogar weit über 400. Waren sogar schon 500 noch was. Naja. Schön, wenn sowas klappt. Reicht das, um ihn zu töten? Ja. Gut. Haben wir das auch erledigt. Einmal den Ether Amp gezeigt und ja, Level 20 auch für Chaos. Und auch er hat eine neue Tech gelernt, den Angel Blow. Sehr schön. Den können wir bestimmt jetzt auch gut gebrauchen. Das heißt, alle kriegen ungefähr zum gleichen Level einen Skill. Das habe ich jetzt nämlich nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt, muss ich dazu sagen. Merkt man auch bei mir, wenn ich das Spiel spiele. Wenn ihr jetzt so daneben sitzen würdet, würdet ihr das mitbekommen. Wie ich teilweise einfach nur von anderen Sachen, die ich bis jetzt gar nicht so im Kopf hatte, total fasziniert bin. Angel Blow, guck mal, den können wir jetzt sogar schon hochsetzen. So, was ist denn das? Das ist ein Air Attack, Spirit Giant G Impact. Okay, dann werden wir mal auf die Far Settings setzen. So, dann haben wir ihn auch schon. Das freut mich doch. Weil Chaos hat auch sehr verdammt viele Skills gesammelt bis jetzt. Oh. Ja, dann wollen wir mal gucken, was können wir denn hier noch so machen. Können wir hier noch irgendwas machen, um den Bugbear abzulenken? Nein, können wir nicht. Das würde ich nur gerne mich freuen, wenn der mal weggehen würde. Wo ist denn bei dem vorne und wo ist hinten? Das sieht man gar nicht. Ah, verdammt. Dann müssen wir halt gegen ihn kämpfen. Aber wir haben ja auch wieder eine Situation, wo sich das lohnt. Ich werde das jetzt in diesem Kampf so machen. Ich werde jetzt gleich mal den Skill von Chaos präsentieren und dann den Kampf ausschalten. Und euch dann nach dem Kampf wiedersehen, damit ihr einmal diesen Skill gesehen habt. Sonst hat er nämlich hier nicht viel Nährwert, was ich hier gerade mache. Und jetzt heilen die sich wieder. Warum heilen die sich überhaupt? Ist da noch gar nichts passiert? So, komm, Angel Blow. Mal schauen, ob ich den Angel Blow noch so in Erinnerung habe. Ja, an den kenne ich mich noch. An den erinnere ich mich noch. Den habe ich damals erst sehr spät gehabt, diesen Skill, muss ich dazu sagen. Ich finde den super. Weil der auch eben halt auch auf alle geht. Und der Schaden nicht halbiert wird. Der Schaden bleibt voll und ganz 100% erhalten bei jedem dann. Und das ist das Vorteilhafte bei diesem Skill. Wenn wir den so verwenden. Wollen wir doch mal gucken, ob wir den jetzt endlich... Ne, den Gegner kriegen wir nicht weg. Aber vielleicht ist Chaos danach ja dran. Dann kann er wieder ein bisschen Schaden machen. So. Boom. Guter Schaden. So gefällt mir das. Jawohl, ja. So muss das sein. Jetzt darf Chaos wenigstens einen Gegner mal mit diesem Angel Blow weghauen. Ach, das ist das Schöne an diesem Skill. Und da der jetzt eben mal auf alle geht, lasse ich den Kampf noch komplett drin. Das ist jetzt, das wäre jetzt unnötiges Umgeschnibbel. Das lasse ich lieber so. Es gibt übrigens auch noch sehr gute Skills später, die man mit Cosmos verwenden kann. Ich hoffe nur, dass ich dafür auch alles Nötige bis jetzt gemacht habe. Nicht, dass ich jetzt irgendwie in diesem Run völlig ohne die Skills bleibe. Das wäre natürlich sehr traurig. Oha. Okay. Ich würde sagen, dann holen wir uns die Punkte, oder? Ja, holen wir uns. Mal mit einem Angel Blow das Ganze hier beenden. Schöne Sache. Gut, 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 gut. Es geht ja gut voran wieder hier heute. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass ich länger brauche. Allgemein. Also, die Kämpfe gegen die Hubschrauber waren schon relativ überraschend schnell. Ich musste Momo nur zweimal wiederbeleben. Das ist eigentlich schon eine ordentliche Hausmarke, wenn man das nur zweimal machen muss. So, dann wollen wir doch mal hier weiterschauen. Jetzt können wir nämlich ganz weit runtergehen hier. Oder auch nicht. Ganz weit runtergehen können wir hier noch nicht. Nur wir können hier lang weiter. War hier irgendwas? Nein, hier war nichts. Ihr seht schon, Gegner sind auch überall hier. Sind das andere Gegner? Ja, das sind andere Gegner. Nichtsdestotrotz lassen wir uns da jetzt mal nicht beirren und werden mal jetzt hier lang gehen. Oh, da ist jemand.
Wer bist denn du? Wirklich? Wie lange will er mich noch warten lassen? Wir sagten 4 Uhr vor dem Park. Ach, na gut. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gedatet. Also freue ich mich schon wirklich drauf. Freue mich. Ah! Was? Bist du bitte? Eine Lava-Doll. An die erinnere ich mich ja mal gar nicht. Die hat nur 150 Lebenspunkte? Komm, dann machen wir das mal. Hä? Der Schaden wird absorbiert? Hallo? Sag mal, geht's noch? Gar nicht gut. Der Schaden wird absorbiert. Was machen wir denn gegen so ein Vieh? Hey, wie sollen wir die denn kaputt machen? Ja, du hast mich schon verwirrt, indem du einfach mal mein Leben, mein Dings abnimmst. Moment. Bei dem können wir jetzt auch gar nichts machen, großartig, glaube ich, oder? Wir können es ja mal versuchen mit einem Purifying Storm. Nee, nicht Purifying Storm, mit den Ice Wings. Mal gucken, ob die was bringen. Das ist mir jetzt echt komplett neu mit diesem Gegner. Auch davon wird der geheilt. Das gar nicht mehr im Kopf mit dem Vieh. Ist echt merkwürdig. Jetzt verwirrt er natürlich beide. Und er trifft auch beide, das heißt. Interessant, das wird ja jetzt natürlich gar nichts. Aber wie macht man das mit dem Vieh? Jetzt weiß ich's wieder. Das bringt natürlich jetzt gar nichts, was ich hier mache. Vor allem, da die beiden sowieso verwirrt sind. Ich weiß, wie man ihn wegkriegt. Jetzt müsste ich nur mal hoffen, dass er irgendwann mal meine Verwirrung aufhebt. Wovon ich jetzt einfach mal nicht ausgehe. Mensch. Jetzt ist das Viech weggelaufen. Okay. Haben wir jetzt natürlich nichts für bekommen. Ich weiß nicht, ob wir da noch was machen können gegen das Vieh. Oder ob die jetzt nochmal da ist. Ich weiß nämlich, wie es geht. Ich habe mir jetzt mal so eine Theorie ausgedacht. Ich weiß nicht, ob man dafür was bekommt. Oh. Wollen wir dieses Loch runtergehen? Könnten wir tun. Aber ich muss noch was machen. Ich habe noch nicht alles hier gemacht. Denn es gibt hier noch was zu finden. In dieser Ortschaft. Hier ist auch nochmal ein Manhole. Wie war das nochmal? Wie war es nochmal mit diesen... Ich muss da was übersehen haben, Leute. Irgendwas stimmt da nicht. Lalala. Irgendwas muss ich hier übersehen haben. Ach nee! Aha, hier war's. Komm, wir gehen mal an diesem Gegner vorbei. Und holen uns mal die PM-Karte E ab. Wofür auch immer diese PM-Karten brauchen. Und kriegen nochmal einen Gegner hier vorgesetzt. Das sind mehrere Kobolde. Das sollen Kobolde sein? Die sehen für mich anders aus. Tut mir leid. Vielleicht kann ich gleich nochmal zeigen, wie es mit dem Gegner auf sich ist. Oder was es mit dem Gegner auf sich hat. Es soll also Milcher sein. Dieser ganze Ortschaft. Das wirkt irgendwie stutzig. Das macht mich stutzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht können wir mit dem Angel Blow die Gegner ein bisschen arg schwächen. Mal schauen, wie lange das Video überhaupt wird. Nicht, dass wir da wieder unmöglich überziehen. Okay, ich glaube, wir überziehen schon gerade übelst. Ich würde sagen, nach dem Kampf mache ich einen Schnitt. Das hat keinen Sinn, wenn ich das jetzt noch hier unnötig in die Länge ziehe. Während die Gegner mich dazu zwingen, es in die Länge zu ziehen. Was ist denn da nicht in Ordnung? Boah, und vor allem, die gehen nur auf Shion los. Oh, ich hasse solche ängstlichen Gegner. Ich hasse solche Gegner wie die Pest. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bin ich mal wieder dran, oder? Danke. So, jetzt seid ihr fällig. Jetzt kriegt ihr nochmal einen Angel Blow und ich hoffe, ihr seid danach, ihr dankt danach ab. Zumindest zwei von euch oder einer. Mir sowas von egal. Hauptsache, ihr dankt ab. Ihr seid zu schnell. So, das heißt, zwei dürfen abdanken. Oder einer zumindest. Das reicht ja schon mal. Ja, ansonsten geht's dir danke, oder was? Ja, genau, am besten nochmal. So, jetzt bin ich wieder dran. Schön. Jetzt war es das für die beiden.
Ich habe jetzt auch keine Lust, Shion wieder zu beleben. Dein Chaos macht es auch schon ganz gut alleine mit seinem Skill. So. Zack. Beide weg. Sehr schön. Es kriegt zwar er alleine die Punkte, aber ist kein Problem. Denn er ist auch einer, den sollten wir in erster Linie mal mitnehmen. Außerdem haben wir jetzt hier das Kobold, die Koboldklinge bekommen. Sehr schöne Sache. So, jetzt werde ich mal natürlich wieder heilen. Das ist natürlich jetzt erstmal vorrangig. So, ich würde sagen, an dieser Stelle einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Xenosaga Episode 1. Sprach der Raven halt nimmer mehr.